Auf der CES in Las Vegas stolpern derzeit zahlreiche Besucher über einen kleinen, farbig leuchtenden Ball, der auf dem Boden herumrollt. Hinter der Kugel Sphero, die mit dem Tablet oder Smartphone gesteuert wird, steckt ein ausgeklügeltes Spielsystem. Der Ball sieht sehr einfach gestrickt aus, aber im Innern befindet sich ein raffinierter Roboter, der selbst die Balance hält. Zusätzlich hat Sphero ein Navigationssystem. Er merkt sich seine Umgebung, sodass Spiele jedes Mal wieder neu und überraschend sind. Die Möglichkeiten sind dabei fast unbegrenzt. Jeder kann Spiele und Apps für den Sphero entwickeln. Derzeit umfasst das Sortiment Gesellschaftsspiele, die man mit anderen zusammen am Tisch spielen kann. Es ist aber zum Beispiel auch möglich, den Sphero als Controller zu benutzen, um Musik aufzulegen. Neu hinzugekommen sind Augmented Reality Apps. Wenn man durch die Kamera seines Gerätes sieht, verwandelt sich der Ball in eine Spielfigur. In einer App ist das zum Beispiel ein Biber, mit dem man durch das Haus rennt und Kuchen sammelt. In der anderen App muss der Ball Zombies töten, die durch dein Wohnzimmer laufen. Die Spielideen von Sphero sind innovativ. Anscheinend wird er an vielen US-Universitäten aber hauptsächlich für Trinkspiele missbraucht. Seit Dezember ist Sphero für 130 € auch in Deutschland erhältlich.